Podcast Nummer 109 ist heute dran. Wahnsinn. Krass. Guten Leute. Tag nach Konnewitz und nach Rand-Berlin. Ja. Jeher, Leute. Heute können wir endlich mal wieder guten Abend sagen. Ja. Genau. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Was gleichbedeutend zügellosem Alkoholgenuss bedeutet. Ja. Ja, du hast schon Bockbier getrunken, hast du verraten. Ja, ich hab schon Bockbier getrunken. Oh, das Geschenk. Schwalmer Bockbier. Schwalmbräu. Sehr gut. Wisst derjenige schon, von wem das präsent war. War sehr lecker. Na, sehr schön. Lecker. Jetzt aus Ermangelung eines zweiten trinke ich gleich noch ein Gläschen Roten hinterher. Oh, nicht schlecht. Was hast du dir gerade noch geholt, Sven? Gin. Machst du gerade nochmal? Gin und Tonic habe ich mir geholt. Und das trinke ich jetzt. Mal. Ja, ganz abgefahren. Ich getraue mir gar nicht zu sagen, was ich trinke. Du trinkst Tee. Leitungswasser. Oh. Leitungswasser, ist ja noch Leitungswasser. Ja, ist ja, ich bin so müde. Ich bin hundemüde, Leute. Ja. Ich habe Angst, dass ich hier einpenne. Oh Gott, das wollen wir nicht. Ich jetzt hier ein Bier trinke. Deswegen gibt's Wasser, Gänsewein. Putzt du dich jetzt mit Leitungswasser auf, quasi. Ja, volle Möhre, aber es hilft noch nicht so richtig. Aber es hilft gegen Durst. Ja, du musst ihn ins Gesicht schütten. Ja. Ja, was hast du denn heute gemacht? Erzähl doch gleich mal, warum du so müde bist. Ich bin einfach früh aufgestanden. Echt? Bin früh aufgewacht. Ich auch. Ja, ich habe ganz schlecht geträumt. Das war voll der Albtraum. Und da bin ich aufgewacht, weil ich gehört habe, dass jemand in meinem Zimmer zu mir ganz laut Guten Morgen gesagt hat. Was natürlich nicht stimmt, ich war alleine. Oh Gott. Total gruselig. Ja, das hat sich aber so angehört. Ja, aber so mitten im Traum. Also der Traum hat auch nichts damit zu tun gehabt. Das war ganz, ganz gruselig, sage ich euch, Leute. Und dann habe ich Angst gehabt, nämlich gefürchtet. Ja, das glaube ich. Es war aber erst früh 3:30 oder so. Und dann konnte ich nicht mehr einpennen. Und um 5 bin ich dann vor Zorn aufgestanden. Und jetzt bin ich müde. Das war wieder sehr detailliert, aber ist das halt, wenn ihr fragt. Aber ist doch komisch, oder? Es ist kein gutes Gefühl, wenn man von einem guten Morgen aufwacht und es ist ja keiner da, der das sagen könnte. Ja, das klang wirklich so, als brüllt mir jemand ins Ohr. Das war total gruselig, sage ich euch. Möchte ich nicht nochmal so ein Zeug träumen. Wenn man gleich mit solchen zynischen Bemerkungen geweckt wird, wie guten Morgen. Ist das? Was willst du wissen von dem Tag erwarten dann? Genau, um 4:30 Uhr oder wann war das? Um 3:30? Vier? Na, irgendwie sowas, So zwei Worte, die das überhaupt nicht zusammenpassen. Guten Morgen. Schon gar nicht um die Aber Zeit. Aber Sven ist doch topfit, oder? Du bist doch gerade erst gelandet. Ich bin um 5.30 Uhr heute früh aufgestanden und bin jetzt gerade hier so reingestürzt und im Spanischen. Direkt ans Mikrofon. Genau, ja, sozusagen. Ja, aber krass. Nützt ja nichts. Dafür habe ich schön im Flugzeug, nachdem ja heute früh dann noch mein Rechner abgekackt ist, wo ich auch ja nicht weiß, der hat auf immer meinen Benutzer einfach gelöscht und der war dann weg irgendwie und am Flughafen und dann habe ich noch irgendwie eine Systemwiederherstellung gemacht und die dauerte dann ewig. Nee, mit dem Fensterrechner. Und die dauerte ewig und dann wurde das schon langsam kritisch mit, dass man da an Bord gehen musste und das scheiß Ding war immer noch nicht fertig mit der Wiederherstellung. Und wenn man es bei einer Wiederherstellung ausschaltet, dann ist es, glaube ich, eine ganz schlechte Energie. Idee. Genau, ja. Das hat dann gerade so geklappt und jetzt geht's wieder alles, hoffe ich. Dann ist wenigstens André jetzt also topfit. Und ausgeruht. Ich wollte sagen, ich weiß ja nicht, warum ihr euch beschwert. Ich habe heute schon zweimal, also mit meiner Mutter inklusive dreimal Adventskaffee getrunken. Plätzchen, Gebäck und anschließend dem Likörgenuss und Kartenspiel. Du hast es schwer offensichtlich. Auf jeden Fall. Ja, schwersten von uns allen. Es klingt erstmal so, als wäre das easy going, aber macht es mal. Na gut. Nehmen Sie doch noch, Herr Feller, so ein Plätzchen. Ja. Boah, cool. Schweißperlen auf der Stirn sitzt es schon da. So aus wie Ottfried Fischer nach seinem vierten Leberknödel. Achse, ja. Dann, ach ja, schmeckt wohl nicht. Das hat meine Oma auch immer gesagt. Ja. Wenn ich irgendwie mich nicht völlig gemästet habe, hat es automatisch nicht geschmeckt. Ja. Das ist das Ding. Ja, Leute. Ja. Wir hatten Konzerte. Kommen wir zu ernsteren Themen. Ja, voll krass. Ja. Die waren voll gut. Total. Naja, die Konzerte waren euphorisch. Also, war Wahnsinn, oder? Ja, wirklich. Natürlich musste das passieren, dass ich genau dann krank bin. Das ist doch scheiße irgendwie. Also, aber er hat tapfer durchgehalten. Ja, aber das war schon irgendwie, das fand ich schon echt ein bisschen blöd, muss ich sagen. Irgendwie, wenn man das nicht. Das glaube ich dir, ja. Wenn man nicht so alle. Singen kann. Auch an. Ja, eben alle fanden es blöd. Ja. Wollen das rumgejammert die ganze Zeit. Ich habe überhaupt nicht gejammert. Ja, ich wollte nicht so ins Detail hin, Jeans. Das sag mal. Habe ich gejammert? Habe ich viel gejammert?
Nein, hat er nicht. War natürlich nicht. Nein, gar nicht. War schon mehr Winnetou dabei als. Ganz tapfer war er. Oh Mann. Nee, aber jetzt ohne Scheiß. Wir wollten doch hier unseren Fans huldigen. Weil das so krass war. Auf jeden Fall. Also, zweimal hintereinander, wirklich. Ja, ja, München war dann auch nochmal toll. Leipzig auch. Mhm. Sowieso. Auf jeden Fall. Ja. Das hat hier schon Spaß gemacht, ja. Irgendwie. Also, ich finde, beide Konzerte waren von der Stimmung her, oder? Von Anfang bis Ende einfach top. Ja. Total krass, ja. Absolut. Also, wenn man einen Schalter umgelegt hätte. Das lässt uns auch nicht kalt, Leute, da draußen, kann ich nicht sagen. Nee, im Gegenteil. Also, wer das denkt, der liegt ja dann falsch. Du hast schon wieder das Keyboard geschrottet, André. Ja, das ist immer, wenn die Stimmung überspringt, dann wird es halt ein bisschen derber und dann hast du es mit den Tasten. Ja. Also dadurch, dass ich ja nicht so feinsinnige Linien spiele, sondern eher so die derberen Basssequenzen, kann man auch ein bisschen doller in die Tasten hauen. Und dann sind die Keyboards offenbar dafür nicht gemacht. Ja. Ja, damit sie das ein bisschen härter rangenommen werden. Komisch eigentlich. Ja, ist seltsam. Also, falls uns zufällig ein Keyboard-Hersteller zuhört, ach nee, können wir ja nicht, dürfen wir, ich muss ja rausschneiden. Ja. Wir haben ja schon Keyboard. Wir haben schon alles. Ja. Genau. Ja. Dem war wirklich total gut quasi ein gutes Bild quasi da von dem Buffon, weil man schnell alles kaputt geht. Naja gut, man muss ja auch fairerweise sagen, dass so spielt ja sonst keiner Keyboard. Ja, genau. Meine Spielweise wahrscheinlich Das ist ja eine Ausnahme. Weit weg von bestimmungsgemäßem Gebrauch. Genau, geht fast in der Richtung. Der Bass ist ja auch kaputt gegangen, also scheitert irgendwie so ein bisschen an mir. Stimmt. Da können, im Audio da können ja nichts dafür, die machen hervorragendes Equipment. Ja. Moment, Leute, ja, sage ich euch. Genau. Die machen, also die besten Endorser-Keyboards, auf denen ich jemals gespielt habe. Auf jeden Fall. Vor allem die schwarzen Tasten schwarz, die weißen weiß. Ja. Wirklich. Ja, krass. Ohne irgendwie Konturen, Schattierungen. Genau. Knallharte Trennung, starke Kontraste. Kann ich ja als Maler besonders gut sein. Genau. Ja. Es ist gar Wahnsinn. Kein Grau dabei. Das und mit vielen bunten Knöpfen, von denen wir nicht wissen, was sie tun. Genau. Die tun weh, wenn man sie nicht beachtet mit dem Kopf. Das kann ich dir sagen. Das ist ja ein bisschen wie in der Formel 1. Weißt du, da kommt sie auf ein Zehntel Millimeter an. Ich hatte mal ein neues Keyboard, da waren die Knöpfe etwas länger als bei dem davor jenem. Stimmt, in Hamburg. Schon hatte ich zweimal eine Platzwunde am Kopf. Ja, kann ich mich dran erinnern. Auch schon eine Platzwunde am Kopf vom Keyboard spielen. Das ist das Natürlichste auf der Welt. Ja, genau. Kurzzeitig sah ich ein bisschen aus wie Harry Potter. Stimmt, hat er auch so eine kleine. Ja, aber es waren eher so kreisrunde Wunden. Ja, man hat noch die Einstellung vom Poti gesehen. Ja. Genau. Oh, herrlich. Ja, sehr schön. Ja, soll noch was zu den Konzerten sagen? Nee, oder Geschenke gab es ohne Ende, Leute. Ich wollte gerade sagen, ich esse seitdem permanent Chips. Ich fang morgens schon an. Genau, ich habe übrigens auch genug Gewürzspekulatien da draußen. Also falls jemand auf die Idee kommt, reicht erstmal. Vielen Dank. Ja, super. Ja, also echt der Hammer. Ja, ich habe auch ganz viel jetzt hier mit hergebracht, alles, was nicht flüssig war, alles Feste sozusagen, so an Süßigkeiten. Ja, voll cooles Zeug dabei. Ja, total toll. Und sag mal, wir haben irgendwie, das konnte ich gar nicht trinken, weil ich ja keinen Alkohol trinken konnte. Wir haben irgendeinen so tollen Kaffeelikör oder irgend so was bekommen, wa? Den habe ich schon probiert am selben Abend. Ach, am selben Abend? Das war doch der in diesen kleinen Flaschen da, wa? Ja, genau. Der war Wahnsinn. Der war doch auch von derselben. Ich glaube, von Vio war der auch, ja. Ja, genau, von Vio. Den köstlichen Kaffee gibt. Also, genau. Ja. Mensch. Der war so lecker. Also wenn eure beiden Flaschen irgendwo rumgestanden hätte in Greifweite, hätte ich die wahrscheinlich getrunken. Ja, ich weiß ja nicht, wo meine abgeblieben ist. Ihr konntet die nämlich ja nicht. Bestimmt trinken. Im Körbchen im Zweifelsfall. Ja, aber diesmal, also es ist ja immer fies, so ein paar einzelne Sachen hervorzuheben, aber hier dein, also ist jetzt deiner andere, weil wir haben uns quasi darauf geeinigt, dass du den bekommst, der Adventskalender mit 24 Kaffeebrötchen, oder? Krass. So was Cooles. Ja, und ich könnte ja, sag ich mal, zu dem mal am 1. Dezember ihn aufmachen, kosten und dann zu jedem nachfolgenden Podcast eine kleine Rezension. Ja, musst du unbedingt machen. Das bist du uns schuldig. Weil da liegt ja eine Liste dabei, welcher Tag, welcher Kaffee ist, welche Bohne. Krass. Ja, dann führ mal Bohnentagebuch quasi. Ein Bohnenbluten machen. Ja, Bohnenbluten. Das klingt eklig irgendwie. Das klingt irgendwie, Ich wollte es auch gerade sagen, irgendwie klingt es falsch. Ja, hier und eine Sache muss ich auch noch erwähnen, weil sie auch gefragt hatte, die Plätzchen. Also wir haben zweimal Plätzchen bekommen, die einen sind irgendwie im Körbchen gelandet und die einen, die haben wir direkt, weil die so handlich zu transportieren waren, mit im Bus genommen und die haben das Wochenende leider nicht überlebt. Die waren super köstlich. Das stimmt. Ja. Von der Heike, glaube ich, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Ja.
sehr, sehr cool. Also, aber alles andere war auch cool. Genau. Wie gesagt. Ja, und aber die anderen Plätzchen, die wir da bekommen haben, die haben wir doch auch gleich gegessen. Die in der Tüte. Haben wir die auch gleich gegessen? Ja, ja. Dann habe ich die irgendwie nicht, dann habe ich die verpasst. Okay. Es wurde ein jetzt an Plätzchen gegessen. Also, ihr habt quasi, hat ja auch jemand nachgefragt, ich habe sie direkt weitergereicht. Ne? Ihr seid quasi jetzt, könnt das bezeugen. Ja, genau. Krass. Ja, aber jetzt mal wirklich Konzerte. Die waren wirklich nicht schlecht, oder? Das war, wir haben auch echt, wir haben versucht, ein paar so Songwünsche noch zu spielen irgendwie. Und ja, zu das haben wir sogar geschafft, haben oder? Finde ich. Genau, ja. Ja, ja, relativ gut, ja. Mit Trying Too Hard hast du mich ein bisschen überrascht, aber es hat auch ganz gut geklappt. Das hat auch relativ gut, also den habe ich auf jeden Fall wegen der Erkältung beschissener gesungen, als du getrommelt auf jeden Fall. Na, immerhin, das ist eine gute Quote. Da können wir doch so viel sein. Ja, den hab ich noch beschissener gesungen, deswegen als du den getrommelt gesagt, hast. Nicht noch. Nee, also, wenn den einer verrissen hat. Ein ganz klein wenig beschissener. Ich wollte sagen, wenn den einer verkackt hat, dann ich sozusagen. Ah, das hast du genau so rübergebracht. Siehst du, das ist das dann immer. Ja? Ich meine das eigentlich immer ganz anders. Ja. Ja. Scheiß. Ja, ja, nee, krass. Also, ihr merkt uns schreiben, das bringt auch manchmal was. Ja. Wir schenken zurück quasi. Naja, wir können ja nicht viel, aber Musik machen können wir. Genau. Also, zumindest können wir halt probieren. Also. Kamen auch wahnsinnig viele Mails und schon wieder Erstschreibende, der Hammer, ja. Oder? Ja, ja, wirklich. Total krass. Ja. Total ohne toll. Ende. Ja. Wahnsinn. Also eine war ja wirklich ganz rührend, die Nara, da freue ich mich ja schon drauf, wenn du das könntest. Vom Emil, vom oder? Emil, ja genau. Ja, ja das ist ja. Ja wirklich cool. Ja, auf jeden Fall. Dann komm, lies doch mal vor, was hier so steht. Also, da fangen wir einfach oben an, wa? Hier. Ja. Also, ach so, genau, ich wollte mich noch schnell bedanken für die ganzen vielen Genesungswünsche. Das geht mir inzwischen hat geholfen, wieder gut. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also direkt, selbst das bringt was. Direkt ab Sonntag ging es mir eigentlich wieder ganz gut. Sehr schön, genau. Genau, richtig gute Timing. Von Freitagnachmittag bis Sonntag früh beschissen. Ja, mir ging es tatsächlich schon ab Mittwoch echt beschissen, aber gut. Egal. Hier, Grit hat die gefragt, die war nämlich in Mannheim. Und die hat sich gefragt, ob wir bei so einem Festival mit gemischtem Publikum, also wo nicht die Leute wirklich wegen uns da sind, ob wir da nervöser sind als normal. Nö, nein. Oder? Nicht. Ja. Denn sie kommen nicht wegen uns. Aber sie gehen wegen uns. Aber sie kommen wieder wegen uns. Ach so. Ja, sie gehen wegen uns. Mensch, das hast du jetzt auch ganz bedeutungsschwanger anmoderiert hier. Ja, völlig ja, crazy. Ja. 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 Nee, nicht unbedingt nervöser, aber es ist schon anders so, ne? Mhm. Also ja, man muss dann noch ein Prozent mehr geben als eh schon. Mhm. Wenn man denkt, da will man jetzt nun wirklich jeden überzeugen. Ja. So. Ja, ich bin mir da immer ja nicht so richtig sicher irgendwie. Also ich freue mich dann immer, wenn das trotzdem gut funktioniert und funktioniert ja auch meistens ziemlich gut. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also ich finde, solange wir Spaß haben auf der Bühne, funktioniert das immer irgendwie. Ich hatte gerade so einen Gedankenblitz, weil ich kann mich erinnern, beim Amphi irgendwie, da, das war ja echt eine beeindruckende Kulisse und man hat richtig gesehen, wie Leute, glaube ich, gerade von der anderen Location kamen und du hast gesehen, die gucken da, oh, wer spielt denn dann? Dann bleiben die plötzlich alle stehen und so, das ist schon irgendwie. Genau, genau. So, wenn man sowas dann mal beobachtet, das und ist schon cool. Und wer hat gespielt? Wir. Ja, ja. Ja, du konntest ja leider nicht. Ich wollte jetzt ja keine Wunden aufreißen, aber da ist es mir wirklich einfach. Nee, hast du ja nicht, hast du ja nicht. Genau. Hast du nicht. Aber jetzt, das kennt ja jeder von uns quasi, so eine Momente. Ja, also, sind wir nervöser? Ja. Nö. Aber die Grit hat auch noch gefragt, in Mannheim hat uns jemand so ein Schild hochgehalten, das habe ich dann, glaube ich, auch noch mal gepostet, was da drauf stand, weil man das von hinten natürlich nicht sehen konnte. Da stand das bezog sich irgendwie noch auf dieses Bild aus Amerika, das stand irgendwie auf Englisch drauf, dass sie ihre Socken auch nicht bügelt irgendwie. Komisch eigentlich. Ja, eigentlich merkwürdig. Ich konnte es nicht lesen, war ein Originalton. Ach so, deswegen. Ah. Ja. Genau, na hier, dann machen wir doch jetzt mal Emil, oder? Der hat nämlich zu seinem 14. Geburtstag Tickets für unser Leipzig-Konzert bekommen und wollte da mit seinen Eltern hingehen, aber am Tag vorher Corona positiv getestet und das ist mal richtig blöd. Das ist total doof, ja. Und er hat sich voll drauf gefreut und seine Eltern sind dann fairerweise auch bei ihm geblieben sozusagen und nicht mitgekommen. Und hatten alle einen richtigen Scheißabend. Auf jeden Fall, ja, genau. Jetzt sollen wir mal seine Eltern überreden, dass die alle nochmal nach Zwickau kommen. Ja, na dann macht es genau doch mal. Das tun wir hiermit. Genau. Ja, eure Jeans-Hals wünscht sich sehr, dass wäre das sehr die enttäuscht. Eltern mit Emil nach Zwickau kommen. Genau. Wäre sehr enttäuscht, wenn er da nicht erscheint. Genau, und weil sie so nett waren und ihre Tickets nicht zurückgegeben haben, würde ich vorschlagen, wir schreiben die drei einfach auf unsere Gästeliste, oder?
machen wir das, ja, oder? Wenn das kein Argument ist, Leute, nach Zwickau zu fahren, außer dem Tourabschluss, ich finde übrigens total cool. Ich meine, wir könnten ja unseren Tourabschluss in Berlin feiern, aber so noch fake-mäßig machen wir das in Zwickau. Ist das cool, oder? Ja, na klar. Berlin kann ja jeder. Und ich wollte jetzt nicht Zwickau dissen, weil das war auch wirklich cool. Das ist ein cooler Laden. Das letzte Mal war da voll die geile Stimmung. Ja. Also, wir waren schon mal in Zwickau? Ja. Bei der letzten Tour. Genau, da ist dir dein, der alte Bass ist da kaputt gegangen. Ja. Ach ja, da. Wir hatten ja mal einen anderen Bass. Wir hatten einen anderen Bass, ja. Ich habe da immer extreme Probleme mit die Städte mit den Clubs irgendwie so zu verbinden. Direkt danach kam Corona, das weiß ich noch. Ja. Aber wirklich direkt im Anschluss. Genau. Ja. Naja, kurz, dann kam noch ein bisschen Spanien. Ich war noch kurz auf den Seychellen und als ich wiederkam, war Corona da. Da waren wir noch immer noch kurz in Spanien und dann. Stimmt, ja. Gut, das war bei mir auf dem Rückweg. Ah, Du kamst von Seychellen wieder und dann kam Corona. Mhm. Ja, guck mal an. Ich Patient weiß das nämlich noch, weil ich von dem Zwickau-Konzert direkt nach Hause gefahren bin und am nächsten Tag ins Flugzeug gestiegen bin. Ja, du machst und Anja nicht mich noch gedisst hat, weil ich mit so einem Grinsen von der Bühne bin, so nach dem Motto, leck mich doch alle am Arsch, ich hau ab. genau, also Zwickau, cool Leute, kommt da hin. Genau. Und Emil und Mutti und Papi auf jeden Fall. Genau, so machen wir das. Die kommen auch, haben sie jetzt schon zugesagt quasi in der Zwischenzeit. Ach, sag mal, das ist doch der alte Gasometer, oder? Ja, genau, Gasometer. Ah. Genau. Ja, so rund. Jetzt gibt es ja kein Zurück mehr, oder, finde ich. Finde ich auch, ja. Nee. Finde ich auch. Ansonsten hat die Betty aus Graz, die war beim Meet and Greet in München und das fand ich auch lustig, die haben wir dann im Hotel abends noch getroffen, als wir wieder kamen und die hat mir dann irgendwie noch so eine Tablette in die Hand gedrückt wegen meiner Erkältung und so und dann irgendwie am nächsten Tag oder zwei Tage später finde ich eine Mail von ihr bei dem Podcast Mails, dass sie mir eine falsche Tablette gegeben hat. Die aber auch irgendwie. Die war eigentlich für meinen Mann. Die Pille. So eine blaue. nein, war es natürlich nicht. Nee, die hatte. Sprich nur der Alkohol. Die hatte auch irgendwas mit Erkältung zu tun. Also insofern war das jetzt nicht so schlimm irgendwie. Das Ding ist ja, man nimmt ja auch von fremden Leuten keine Tabletten an. Also, das stimmt. Insofern, ja. War ich natürlich sowieso auch brav und habe die sowieso nicht genommen, also. Trotzdem nett. Ja. Nett gemeint. Trotzdem sehr nett gemeint, genau. Auch wenn es die falsche war. Wir haben schon beschlossen, jetzt demnächst uns ein bisschen besser auszustatten mit Reiseapotheke und so. Ja, genau. Gibt noch Musikwünsche, aber ich weiß gar nicht, ob wir das hinkriegen. Das weiß ich auch nicht, oder? Ob wir das hinkriegen. Das wird auf jeden Fall. Naja, also wir haben es gelesen, Kerstin. Genau. Wir gucken mal, wir wollen es mal lieber nicht verbreiten, weil das kann sein, dass das nicht klappt. Ja. Ja. los, mach du mal weiter, Jeans. Ich muss hier erstmal kurz was trinken. Womit mache ich denn weiter? Mit Conny oder was? Mit Conny. Ja, Conny. Aus Stuttgart, Leute. Hat uns in Leipzig das erste Mal gesehen. Seit der Camouflage-Tour, also das erste Mal mit mir. Mhm. Und hätte beinahe auch nicht geklappt wegen Corona und so. Genau. Und hat aber dann doch noch geklappt. Genau. Ja. Super. Es kommt gar keine Frage hinterher, jetzt bin ich völlig verwirrt, aber trotzdem, danke für die Information. Genau, hoch, ich sehe gerade. Nee, man kann uns sonst ja auch mal einfach so schreiben. Genau, ja, Entschuldigung, ich habe dieses Dokument heute ja im Flugzeug gemacht und auf meinem Telefon und das war alles ein bisschen, das ist ja alles ein bisschen durcheinander. Die nächste, der nächste Satz gehörte noch zu Betty, egal. Auf jeden Fall jetzt Empfehlung von Isa. Genau. Ja. Podcast Schwarz-Rot-Blut. Mhm. Ich habe gerade gelesen, Isa empfiehlt rassistische Gewalt in Deutschland. Ja. Aber es ist nur ein Podcast über rassistische Gewalt in Deutschland. Isa, da bin ich sehr beruhigt. Ja. Würdest du uns aber auch schlecht kennen. Ja. Also Schwarz-Rot-Blut. Ja, nee, jetzt machen wir uns über so eine ernste Sache schon wieder so doofe Sprüche. Entschuldige bitte. Nee. Und noch eine Frage an Jeans hatte, die Isa. Und zwar, um die Schlagzeuger im Metal wird immer so ein Hype gemacht. Ist das ein Szene-Mythos rund um Double Bass, Anschlagzahl, Muskeln oder wie auch immer? Oder benötigt ein Metal-Drummer tatsächlich andere Fähigkeiten als in anderen Genres? Wird denn um Metal-Schlagzeuger wirklich so ein Hype gemacht, Leute? Ich glaube, die machen also, vielleicht kann ich da so ja mehr Auskunft geben als du, Jeans. Ja, du bist ja so ein Metal-Freak. Ich komme ja ein bisschen aus der Metal-Szene und da war das unter Schlagzeugern schon so ein Ding damals, wo drum ging, wie schnell jemand Double Bass spielen konnte. Und also die coolsten waren die, wo man die einzelnen Schläge fast schon ja nicht mehr auseinanderhalten konnte.
Also wurde so schnell Double Bass gespielt wurde, dass es das so fast ein stehender Ton war dann. Aber was ist halt, was hat das mit Musik machen zu tun, frage ich mich dann. Nichts, das ist reiner Sport, das ist der reine Sportsgedanke. Ja, das hat mit Musik machen nichts zu tun. Ja, aber das ist ja bei den Gitarristen halt so, auch immer so, ne? Irgendwie Soli spielen wollen. Wie viele Töne schafft man in einer Sekunde? Das ist, glaube ich, auch so ein Männerding. Irgendwie so. Klingt so ein bisschen danach, ja. Jetzt muss ich aber die Frage noch ernsthaft beantworten. Also wie gesagt, mich interessieren ja Hypes eh nicht so und klar, als Punker will man immer schnell spielen, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, dass das nicht immer cool ist. Mittlerweile versuche ich einfach so zu spielen, dass es dem Song möglichst dienlich erscheint und nicht nervt. Deswegen bin ich ja immer reduzierter geworden mit der Zeit. Aber ich glaube zum Beispiel wirklich, die Frage ist ja, ob man als Metal-Drummer andere Fähigkeiten braucht als in anderen Genres. Also das glaube ich auf jeden Fall, das gilt für alle Genres. Also ich könnte mich jetzt nicht in eine Jazz-Kombo irgendwie so reinfuchsen und ich glaube, ein Jazz-Drummer hätte jetzt bei Solarfake auch erstmal Probleme. Bei uns hätte jeder Drummer ein Problem, außer du. Ja. Danke. da muss man schon ein bisschen, aber wirklich, dieses Metal-Zeug hat schon wirklich viel mit Sport zu tun. Also ich habe auch eine Double Bass und so, benutze die total selten und dann mache ich immer nochmal Düdeldüpp. Ja. Und reicht ja auch, oder? Ja. Das ist wie bei allem, weißt du, wenn du das nützt nichts, wenn du der schnellste Double Bass-Player der Welt bist, wenn du nicht songdienlich spielen kannst. Am Ende zählt der Song, der vorne rauskommt. Und wenn der gut klingt, haben alle ihren Job gut gemacht. Und da ist es eigentlich scheißegal, wer aus der Band wie viele Noten in der kürzesten Zeit spielen kann. Ja, also ich finde auch wirklich, dass, Ist halt Schlagzeuger sind doch immer ganz gut, wenn sie nicht so sehr auffallen, finde ich irgendwie. Also es geht ja immer schnell, gerade so Tempo, Schwankung kriegt ja nur jeder Trottel mit. Verspieler fallen bei dem Schlagzeuger so schnell auf, das ist echt fies. Stimmt. So, und wenn du das schon mal nicht mitkriegst, das ist schon mal ein guter Drama erstmal. Auf jeden Fall. Ja. Krass hier, voll die ernste Frage, Isa, danke. Mhm. Oh, Erstschreibende. Ja. Tanja, die hat mir die Kekse in die Hand gedrückt, glaube ich. Genau. Die ich weitergereicht habe. Lies doch mal vor, bitte, Sven. Sie ist quasi der Szene-Nachwuchs. Die ist nämlich irgendwie... Mit 41. Nein, wenn ich richtig rechne, müsste die jetzt Anfang 20 sein. Also, genau. Das schneiden wir nicht raus. Genau, und die hat uns mit ihrer kleinen Schwester, es kommen wirklich Leute nach. Wobei ich auch echt mal sagen muss, ne, am Wochenende jetzt, da waren relativ viele jüngere Leute da. Ich wollte es gerade sagen. Also das war ganz bei beiden Konzerten gut gemischt irgendwie. Ja. Ja, genau. Also die hat uns mit ihrer kleinen Schwester beim Amphi gesehen und dann beschlossen, dass sie noch zur Tour kommen und dann waren sie in Braunschweig. Und weil ihnen das so gefallen hat, sind sie dann tatsächlich noch nach Mannheim und nach Leipzig gekommen. Und haben dort die Taste gefangen von dem Keyboard. Oh, mit dem Augenlid. Genau. Nee, ich habe sie gezielt geworfen. Ach so, okay. Ins Augenlid, okay. Mussten sie nicht viel machen. Und die Plätzchen haben wir mitgebracht. Und dann fragt sie mich, ob ich eine Grafikausbildung gemacht habe. Habe ich nicht, weil als ich damit angefangen habe, gab es sowas zwar schon, aber das war alles noch irgendwie ganz anders als heute irgendwie. Und hatte nicht so viel mit Computern zu tun. Hat dann noch so eine Schere genommen. Ja, so ungefähr. Und ausgeschnitten und übereinander gelegt. Genau. Und abfotografiert. Ja, genau. Also wir haben noch mit Kohle an Felswände gemacht. Ich habe tatsächlich mal so ein Praktikum irgendwo gemacht, aber das war wirklich was mit Ausschneiden und so einem Scheiß. Herrlich, geil. Genau. Ich Praktikum in Lascaux. Guck mal, Tanja, wie alt wir sind. ist das nicht erschreckend? Ja. Genau. Insofern, ja. Habe ich mir das als selber beigebracht. Und sie fragt den André, ob er noch Gemüse anbaut. Und da sie nicht so einen grünen Daumen hat, womit man als Einsteiger anfangen kann, was dann auch vielleicht mit Erfolg enden könnte. Die Frage müsste ich dann weiterleiten, denn ich baue ja selbst die Gemüse nicht an. Du lässt ja anbauen. Du isst nur. Ich bin der Pfleger. Wenn die Feinarbeit des Anbaus durchgeführt wurde, bin ich der das Unkraut dann fernhalten muss und gießen, weil ich nicht der mit dem grünen Daumen bin in der gärtnerischen Beziehung, sag ich mal. Mhm. Aber ja, wir machen das noch. Natürlich jetzt nicht im Winter, ist klar, aber im Sommer. Aber gut ist halt immer, wenn man so mit leichten Sachen anfängt, mit Kohlrabi und Rüben. Rüben.
Ja, wirklich, Rüben sind wirklich leicht oder Kohl oder sowas, ja. Ich weiß, isst ja auch keiner. Habe ich mal die Story erzählt, als ich... Doch, wir essen nicht gerne. Als ich meinen Garten frisch hatte und dann so Tomaten und Gurken gekauft habe, dann wollte ich Blumenkohl kaufen, weil ich dachte, Blumenkohl ist ja geil. Und dann meinte die nur ganz trocken zu mir, das lassen Sie mal lieber, den kaufen Sie bei uns, wenn er fertig ist. Also Blumenkohl scheint nicht so einfach zu sein, Tanja. Aber das fand ich ziemlich geil. Okay. Die hat mir das schon angesehen, ja, dass ich damit nicht durchkomme. Aber was baut ihr so an? André, erzähl mal nochmal ernsthaft. Ja, Kohlrabi, Rosenkohl, Blumenkohl, Physalis, Möhren, Erdbeeren, Tomaten. Physalis. Und Chibis. Franzi ist ja praktisch berühmt für ihre Chili an Bord. Wir haben, glaube ich, 52 verschiedene Sorten Chili jetzt hier erntet. Und die werden jetzt auch nach und nach. Das mache ich auch. Und die wachsen auch erstaunlich gut bei uns. Das denkt man gar nicht. Krass, ne? Wie die aussehen und Farben und so. Ist echt, ja, total cool, Zeug, oder? Ja. Also die finde ich auch total abgefahren. Vor allen Dingen ist man so in einer Abstimmung irgendwie. Manche sind einfach scharf, manche sind aromatisch und ist immer interessant zu sehen, welche zu welchem Gericht passt und so. Wir sind halt nur am Chili essen hier. Krass. Ja, krass. Ja. Schön. Köstlich. Ja. Ja, die nächste Frage finde ich, also die weitergehende Frage finde ich ziemlich interessant. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, weil sie nach den Tagen in so ein Loch fällt, also in so ein mentales Loch. Nach so Konzerttagen. Nach so Konzerten, nach Konzerttagen oder so Konzertwochenenden. Ich finde krass, dass das Fans auch so geht. Ja, also ich habe da schon. Aber bei mir ist es ganz schlimm. Bei mir ist es echt ganz schlimm. Bei dir auch, Jeans, Ja, ja. Also was hilft, wenn man weiß, man hat irgendwie, das nächste Konzert dauert nicht so lange. So. Ja. Aber das ist wirklich komisch, Fühlt man sich erstmal nutzlos. Ja, irgendwie nutzlos ist gut. Also man kann erstmal ja nicht viel machen, wa? Bei mir hilft immer Essen. Und ich in den Tagen esse ich besonders sehr stark salzig. Ich weiß auch nicht, ob das was damit zu tun hat. Oder weil ich einfach viel schwitze auf der Bühne. Aber ja, so zwei Tage danach bin ich eigentlich immer down. Also richtig depressiv und. Aber wie gesagt, ich fand das echt interessant, dass das wirklich auch Leuten geht. So. Ich fand es früher, als man noch so richtige Touren gespielt hat, fand ich das noch krasser eigentlich. Da war es noch schlimmer, das stimmt. Da war es richtig, wenn du so zwei Wochen am Stück auf Tour warst irgendwie und dann, da gewöhnst du dich ja auch so an so einen komischen Tagesablauf und so. Wenn das dann alles weg ist, das ist schon seltsam, auf jeden Fall. Das ist richtig krass. Das ist wie ein Drogenentzug. Dieses Jahr hatten wir echt Glück, es ging immer, hat ein Highlight das nächste gejagt. Stimmt, das war echt okay. So. Ja. Und wir hatten auch immer so krasse Sachen vor. Ja. Ich finde, der Podcast hilft ein bisschen irgendwie. Das stimmt. Nach dem Wochenende jetzt fiel es mir sehr schwer, jetzt wieder ins normale Leben zu kommen. Ah, wenn ich an das nächste Jahr denke, oder? Das wird schlimm. Das wird scheiße. Das machen wir die ganze Zeit. Ja, das ist blöd. Ja. Ja, aber wir brauchen ja auch mal neue Lieder, nützt ja auch nichts. Also hilft ja nichts. Klar. Das stimmt. Ja, naja. Ja. Vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere Highlight. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ja. So Highlights dafür. So ein paar Highlights können wir ja genau machen. Das eins. Das bauen wir. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass Tanja auch ihre kleine Schwester grüßt. Auf jeden Fall. Ja, scheiße, hätten wir was vergessen. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen bei all der depressiven Verstimmung hier. Ja, Svenja. Ja. Genau, Svenja oder Svenja. Mensch, und Svenja ist dran schuld, dass Tanja Podcast hören genau muss. Ja. Krass. Ja, unser Beileid. Ja. Tanja. Svenja, gut gemacht. Gut gemacht, Svenja. Genau. Richtig. Die nächste Taste gehört wieder dir. Ja. Gibt, hier, Leute, gibt Grüße. Richte doch mal Grüße aus. Ja, Sven. Heather grüßt nämlich die Shadowplayer, die sie in Leipzig getroffen hat beim Konzert. Und ganz besonders Raven. Genau, Raven kennen wir auch schon. Dann grüßen wir beide einfach, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn wir das können. Ja, so sieht's aus. Aber ich finde das schön, dass man quasi durch unseren Fanclub immer auch mal ein paar Leute trifft und so, ne? Also man kann auch alleine zu uns kommen und hat trotzdem Spaß und ist dann nicht alleine. Also das haben wirklich auch sehr viele Leute geschrieben irgendwie, war, dass sie irgendwie alleine hingegangen sind und dann aber relativ sofort irgendwelche... Ist doch im Pulk rausgefallen. Genau. Sinngemäß. Sinngemäß, ja. Nee, das hab ich so rausgelesen quasi. Ja. Das ist ein richtiges Netzwerk, oder? Wenn die Leute immer, oder wenn Kami neulich erzählt hat, wie viele Leute sie da kennt, die alle bei Shadowplay sind und sich gegenseitig dann treffen und ich sag dir, irgendwann stehen die alle nur noch mit dem Rücken zu uns da und quatschen. Ja. Und keiner hört uns mehr zu. Genau. Leute. Auch deswegen müssen wir neue Musik machen, sonst kennen die das alle schon. Dann wird's langweilig. Stimmt, damit die sich wenigstens ab und zu mal umdrehen. Ja. Oh, was machen sie denn jetzt? Könnte man nicht. Genau. Quatsch ist cool. Hier weiter Grüße, weil Karin grüßt ihre Schwester.
aus ihrer Sicht die beste Schwester der Welt, namens Andrea. Na, auf jeden Fall ihre beste Schwester der Welt, ja. Andrea, huhu. Genau. Und wir grüßen wieder beide, oder? Genau, und ja, nicht nur grüßen, sondern auch zum Geburtstag gratulieren. Die hat nämlich jetzt irgendwie demnächst Geburtstag oder so in dieser Tage. Genau. You know. Ah, okay. Ja, genau. You know. Vorher gratulieren bringt Unglück, das ist man lieber vorsichtig. Ja, aber wir sollten zum Geburtstag gratulieren, also, das machen wir dann. Ach so, ja. Also ich glaube, ja, es war noch November und wenn der Podcast rauskommt, ist ja definitiv Dezember, also Dezember, muss er ja vorbei sein. Also. Und Andrea kennen wir nämlich auch, das ist nämlich die mit dem Under the Skies Tattoo, die wir in Hannover gesehen haben. Yeah, ja, krass. Genau. Sehr schön, sehr schön. Und die Karin erzählt nämlich noch, weil Jeans sich ja auf die Weihnachtsalben so sehr freut, dass nämlich genau heute ein Weihnachtsalbum von Fiddler's Green rauskommt. Und sie konnte es noch nicht also hören. Ist das Podcast heute oder das echte heute? Der Podcast heute, also Freitag sozusagen. Logisch, wann kommen denn Alben raus? Immer freitags. Das stimmt, ja. Genau, und sie meint, eventuell wäre das vielleicht besser als diese Schlager-Weihnachtsdinger. Ich hab ein bisschen Bock auf Trash. Auf Weihnachtstrash. Ah, du stehst so auf Weihnachtsalben? Das würde ich jetzt so nicht unkommentiert. Ich hab heute so ein abgefahrenes Weihnachtslied-Video gesehen. Da toben so Leute im Schnee rum, werfen sich mit Schneebällen, so zwei Typen, der eine mit Ohrring so. Ja, und so weiße Daunenjacke. Fast so 80er Frisur. Mhm, ja. Wisst ihr, wie der Song hieß? Ich glaube, Nobody mit Christmas. Wisst ihr? Irgend so was, Dachte, wäre vielleicht was für dich. Wir müssen uns für Weihnachten auf jeden Fall wieder was Cooles überlegen. Letztes Jahr haben wir doch, glaube ich, diesen Zombie-Film da alle zusammen geguckt. Stimmt, oder? Ja. Stimmt. Ja. Also, vielleicht haben wir ja wieder einen schönen Film, den wir uns angucken können, alle. Ja. Vielleicht dafür. Also, es weihnachtet ja schon langsam. Advent und so. Stimmt, ja. Wir könnten die neue Serie angucken, die auf Netflix läuft. Wednesday. Hab's aber schon hat gesehen? Was mit Weihnachten aber das zu hat tun? Doch nichts mit Weihnachten zu tun. Ich habe die gerade. Ja, Adams Family hat immer was mit Weihnachten zu tun. Aber was habt ihr denn zu empfehlen? Na, ich bin ja da echt der ganz falsche Ansprechmensch, Anspruchsmensch. Also Adams Family ist für mich irgendwie immer so Weihnachten, so die Adams Family Filme, wie Olsenbande. Oder wir gucken ein Olsenbande Weihnachtsspecial. Gibt's da jetzt? Aber ich glaube nicht. Aber das ist ja auch nicht wirklich weihnachtmäßig, oder? Naja, bei den Zombie-Filmen kam auch bloß, der spielte auch nur zu Weihnachten. Also vielleicht gibt es eine Olsenbande-Film, der zu Weihnachten spielte. War da nicht mal irgendwie sowas? Ich glaube, ich weiß es so genau, weiß ich dir das auch nicht. Das ist ja das Lustige, dass, wie heißt der mit Bruce Willis, gilt ja auch als Weihnachtsfilm, nur oder zu Weihnachten. Ja, stirb langsam. Stirb langsam, das ist eigentlich auch ziemlich lustig. Macht uns doch mal Weihnachtsfilm-Vorschläge, die wir hier uns antun sollen. Ja. Liebe Leute. Genau. Aber es soll nicht nur komplette Zeitverschwendung sein, wenn es geht. Das wäre schön, ja. Nicht ärgern. Nicht auch so noch Fakies ärgern. Genau. Das wäre nett. Also der Zombie-Film war jetzt nicht komplette Zeitverschwendung. Der war cool, der war überraschend. Ja, fand cool, ich auch. Wir wissen auslosen, wobei euch die Zeitverschwendung anfängt. Ja, nö. Also man weiß es ja vorher auch nicht, ne? Das ist ja immer. Ja. Aber vielleicht haben ja unsere Hörenden irgendwie eine coole Idee, was wir uns angucken können. Ja. Oh, und dann mache ich wieder Gin. Glühgin. Diesmal haben wir eine Fertigmix geschenkt bekommen, die müssen wir mal warm machen. Ja, aber die ist auch in unserer Tränkebox, wa? Sag's mal im Körbchen, ja. So, gucken, wie das geht. Wenn es irgendwo mal wieder eine Mikrowelle Backstage gibt. Ja, egal, wir machen mal weiter, wa? Mariana vom italienischen Support, die haben wir nämlich auch getroffen noch im Hotel. Die grüßt nämlich die Bianca mit der Vase auf dem Konzert in München und ganz lieb auch ihren Mann, der nämlich mit dem Töchterchen von ihnen im Hotel geblieben ist, damit sie zum Konzert gehen kann. Das ist doch nett, oder? Das ist cool, ja. Genau. Das ist ein feiner Zug von ihm gewesen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr freundlich. Genau. Deswegen grüßen wir den mit und sie grüßt uns. Ja, so ja auch. Ha. Das ist vielen herzlichen krass. Dank. Genau. Danke. Ja, vielen Dank. Ja. Und Grüße an den Mann. Ja. Das ist irgendwie voll, voll blöd. Wir haben von der Schwäbisch-Runde, haben wir lustigerweise zwar ein Audio-File bekommen, aber nur, wie die Worte ausgesprochen werden. Und die ganze Auflösung, die haben wir leider nur schriftlich. Ja. Von Rani haben wir allerdings die badischen Worte. Die haben wir als Audio bekommen. Die könnten wir uns nachher mal anhören. Aber wollen wir erstmal hier so ein paar lustige Sachen machen von der Kerstin, von der Schwäbisch-Runde? Ja. Aber was ich interessant fand, zum Beispiel Butzele ist ein süßes Kind.
Ja. Ja. Das ist, und diese. Na, jetzt, wo man es weiß, macht das voll Sinn. Und, wo ich ja besonders stolz drauf bin, ist, dass Chaiselong wirklich ein Sofa oder eine Couch ist. Auf jeden eine Fall. Eine Chaiselong. Ja, das ist wirklich krass. Das ist echt geil, ja. Ja, das ist wirklich krass. Und Glotzbäbel sind tatsächlich Augen. Siehst du? Macht auch Sinn, ja. Waren wir da richtig, ja, oder? Ich kann mich ja nicht so. Ich glaube, ich hatte Brille gesagt oder so, aber das ist zumindest die richtige Gegend. Das zählt. Ja, das zählt. Mugabatscher. Stimmt. Das ist eine Fliegenklatsche. Das Wort, was wir eigentlich so schon kaum aussprechen konnten. Ja, genau. Gosch, was ich als Hummerstand auf Sylt vermutete, ist in Wirklichkeit der Mund. Wo du aber uns tatsächlich auch ein Bild geschickt hast, tatsächlich noch in unserer Dingens. Wirklich wirklich so ein Restaurant Gosch. Da gibt es dann so Schickimicki-Zeug. Okay, die Gusche quasi, ne? Ja. Halt die Gosch. Genau. Ja, stimmt. Das kommt heute. Sehen. Das kommt eine Woche jetzt zu spät. Ja. Genau. Aber Gusche, ja klar, ist ja ein gewöhnlicher, sächsischer Begriff. Genau, und vor allen Dingen Batsch ist lustig. Batsch ist wieder so ein bisschen Geräuschmalerei, ist nämlich tatsächlich Handschlag. So ein Quatsch. Ach, sag mal, hatten wir nicht auch irgendwie die Batsch-Cup dabei? Irgendwo? Ja, ja, genau. Das war aber ja in der Hessisch-Runde. Ne? Ah ja, stimmt, war in der Hessisch-Runde. Weil da schrieb mir einer im Messenger Batsch-Cup, dass ich mich da geirrt hätte im Podcast, dass das ja keine Mütze ist, sondern ein Club in Frankfurt. Ah, das ist geil. Ja, aber der Club in Frankfurt ist nach der Mütze benannt. Das ist geil. Ja. Das lassen wir mal als Ironie durchgehen. Genau, ich denke auch, ja. Wie macht man da jetzt weiter? Also ich könnte jetzt hier mal versuchen, die eine Auflösung von der Badisch-Runde zu finden. Hallo zusammen, jetzt kommt die Auflösung der badischen Wörter. Die beiden Wörter Dambedei und Gutzele erklären meine Kinder und die anderen Wörter erkläre ich jetzt. Ho-Wo-Diesel, das ist die Heuwagen-Deichsel. Das war da nicht drauf gekommen. Kanzeltriebli-Schleck ist Johannisbeermarmelade und keine Frage. Wotschamba kommt aus dem Französischen und bedeutet Nachttopf. Stingigi-Hofwärtle. Das ist etwas, das gehört zusammen. Das sind keine zwei Wörter. Und das ist die Tagetes, eine Blumenart. Und grusig, das habt ihr schon erraten. Das bedeutet sowas wie furchtbar. Aber man kann natürlich auch grausig sagen. Ja, es hat Spaß gemacht, zuzuhören bei eurer Raterunde. Und zum Schluss würde ich mich gern bei meinen beiden Kolleginnen bedanken. Annabelle und Micha, die mich nämlich beraten haben bei der Auswahl der Wörter. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Tschüss. Ja, krass. Ja. Also das wurmt mich jetzt schon sehr, dass ich geläufige Begriffe wie Heuwagendeichsel und Tagetes nicht erkannt habe. Heuwagendeichsel ist ja, geil. Also das wurmt mich oder jetzt doch schon sehr. Trifft mich auch ein bisschen. Treibt mich wieder in die Arme des Rotweins zurück. Ja, genau. Apropos Arme, hier ist mein Gin Tonic. Ja. Habe ich auch. von der Bayerisch-Runde haben wir tatsächlich auch schon eine Auflösung bekommen. Die gibt es leider auch nicht als Audio, was echt schade ist. Das können wir eigentlich schnell mal vorlesen, oder? Lest ihr doch mal vor. Also bei mir ist sie nämlich nicht. Der Borndl-Kramer ist tatsächlich der Tod in Bayern. Der bayerische Tod, ja. Das ist ja krass. Der hat einen coolen Namen. Auf jeden Fall. Ja. Also kein Rucksack oder was auch immer wir da hatten, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Aber ich finde, wenn man jetzt sagt, der Tod wird euch ereilen, klingt das schon ein bisschen dramatischer, als wenn der Borndl-Kramer kommt. ja, das stimmt. Ja. Die Konsequenzen sind im Endeffekt dieselben, aber. Die Wampen ist tatsächlich ein Wohlstandsbauch irgendwie. Minga ist, hatten wir richtig, das ist München. Heißel ist die Toilette. Ach so. Häuschen, ja. Von Toilettenhäuschen. Jetzt Heißel. Macht's Sinn, ja. Kleine Häuschen, ja, stimmt, ja. Ja. Die Globiasten ist tatsächlich die Klobürste. Busserl ist da bist du drauf gekommen, oder? Na, André, ja klar, ach, André, der hat's halt irgendwie richtig gelesen, ja. Erst, weil ich's laut ausgesprochen habe, da kam's mir irgendwie. Zamperl ist ein kleiner Hund. Aha.
Komisch. Kracherl ist Brauselimonade. Das ist, ja. Muss man erstmal drauf kommen. Was? Brauselimonade? Brauselimonade. Da gibt es immer noch eine Erklärung dahinter. Der Name könnte von den früheren Glasflaschen für das Getränk herrühren. Die Flaschen waren mit Glaskugeln verschlossen, die die enthaltene Kohlensäure unter einen Gummi in den Flaschenhals getrieben hatte. Ein Kugelschluss, Kugelverschlussflaschen nannten die sich. Aha. Wiesen ist tatsächlich das Oktoberfest. Ist ja komisch. Siehste? Ja, ich hätte gedacht, das heißt einfach Wiese, aber gut, egal. Oberster heißt Angebatster, sagt sie. Ja, aber ist trotzdem Käse. Naja, klar, ja. Global sind Wäscheklammern, siehst du? Diridari ist tatsächlich Geld, siehst du mal. Sind wir da drauf gekommen? Nee. Ja, nee. Doch, ja? Wer hat dir gesagt? Na, sie hatte doch noch dazu geschrieben, dass davon laut André Musiker zu wenig haben. Das hatten wir irgendwie Geld gesagt. Ach so, okay. Genau. Das hat dann kann es ja nur stimmt, jetzt. Ja. Genau. Und Suri stimmt, hatten wir ja gesagt, ist dann kein Geld. Aber das stimmt nicht, das ist ein Schwips. Davon hat ein Musiker gerne zu viel. Genau. Ach so, ah. Ja, genau. Holzvorderhitten hatten wir richtig. Das ist eine große Oberweite. Und das Marillenetui, ich habe ja wieder schön Aprikosen und Pflaumen verwechselt, aber das Marillenetui ist ein BH für sehr kleine Oberweite. Ah, das ist geil. Ja, und das letzte ist tatsächlich eine Mundharmonika gewesen. So. Ja. Wurde ja jetzt den Begriff nicht nochmal. Nein. Jetzt ich springen wolltest. Auf gar keinen Fall. Ja, so, haben wir das. Wir haben kein Ohrenbluten heute, wa? Also ich habe zumindest nichts vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwann habt. Nee, wir könnten ja spontan machen. Wir lesen die ersten drei Plätze und machen, ohne die halben gehört zu haben, eine kleine Kritik darüber. Ja, ich weiß nicht mehr, was da diesmal ist irgendwie, keine Ahnung. Na egal. Was machen wir denn dann jetzt? Noch eine Schnellrunde. Die dauert doch bei uns eh mal ewig. Genau. Hast du eine parat, Jeans, schon? Hast du Wir könnten natürlich die Tourrunde von Tito und Stefan auch mal machen, mal zur Abwechslung. Damit wir nicht jede ja, mal, dann machen wir die jetzt. Ja. Komm, dann haben wir das endlich mal abgehakt. Genau, das ist nämlich so eine persönliche Runde und eine Tourrunde. Also, wer von euch ist der das müssen wir ja nicht, das können wir alle zusammen beantworten. Ja, das bezieht sich ja nicht nur auf die Amitur. Wer von euch ist der Unpünktlichste? Das sollen wir jetzt alle zusammen beantworten? Naja, was denken wir denn? Wer ist denn? Also ich bin's nicht. Nee, du bist es nicht. Obwohl das wahrscheinlich 90% der Hörer tippen würden. Ja, aber nee, du bist immer eher zu früh da. Aufgrund der Verunglimpfung, die ich in den letzten Videos erfahren musste. Ich würde mich als den Pünktlichsten bezeichnen, nur weil ihr immer 10 Minuten vor der Zeit bist da seid. Bist du trotzdem immer der Letzte. Unpünktlich. Ja. Ja, aber pünktlich quasi. Naja, du bist immer, ja, du bist man immer. Man kann ja auch zu früh unpünktlich sein. Ja. Genau. Na, dann ist André doch der Unpünktlichste, weil der ist immer dann, okay, wenn du so siehst, genau. Wenn du jetzt wieder so zu deinen Gunsten auslegst, dann bin ich der Unpünktlichste. Das, ich finde das wirklich ganz schlimm. Wenn ich hier jemanden um 11 erwarte und der steht 10 vor 11 vor der Tür, das riecht sowas schön, machen wir ja auch nicht. Du, wenn er nur vor der Tür steht, ohne zu klingeln, ist das ja okay. Ja. Okay, das ist noch irgendwas. Genau. So macht es ja André. Ich würde nie bei dir klingeln. Genau. Gleich die erste, gleich bei der ersten Frage geben wir uns an die Gurgel, Tino und Stefan. Siehst du mal. Ja. Also es kommt auf die Sichtweise an, wie du merkst. Aber eigentlich so richtig krass und pünktlich ist ja keiner. Nee, wir sind eigentlich alle so im Bereich von irgendwie 10 Minuten sind wir alle da. Ich reiz schon das Zeitfenster aus, aber... Ja. Und je nachdem... Und wenn ihr auf mich warten müsst, dann liegt das einfach daran, dass ihr immer schon eine Viertelstunde zu früh da seid. Ja, oder manchmal benutzt du halt die Treppe statt des Fahrstuhls und dann dauert es bei dir schon mal eine Minute länger. Das passiert schon. Na, aber eine Minute ist eigentlich indiskutabel. Leute, kriegt euch wieder ein. Eine Minute ist wahrscheinlich in Elon Musks Stundenplan wichtig, bei uns jetzt nicht. Ja, bei uns nicht so wirklich, ja. Wer ist der Launigste? Der Launigste. Ja. Ja. Das kann ich nicht beantworten. Weil man denkt ja von sich selber, dass man immer nie der Launigste ist und dann kommt am Ende raus, dass man ein totaler Arschloch ist bei allen anderen irgendwie ist. Deswegen will ich jetzt ja keine schlafenden Hunde hier wecken. Ich glaube, so wirklich launisch sind wir alle nicht, oder? Also irgendwie, oder? Das hat jeder Masse seine 5 Minuten, glaube ich. Kannst du auch Tour auch ja nicht vermeiden. Die darf man ja auch haben und das gehört ja auch dazu. Ja. Also das ist ja nicht launisch, also finde ich. Also launisch, man muss halt nur wissen, wo die Grenzen sind. Ja, ich finde, also launisch ist für mich jemand, wo man nicht einschätzen kann,
irgendwie, wie der gerade drauf ist oder so irgendwie. Oder wann es kippt ja. oder so irgendwie. Und das finde ich. Also sagen wir mal, so eine richtige Mariah Carey haben wir nicht dabei. Nee. Das stimmt. Also ja. wir haben überhaupt keine Mariah Carey. Elton John auch nicht. Elton John haben wir auch nicht dabei. Das geht schon alles. Ist der launig, ja? Elton John gilt ganz leicht als launig. Und, ja. Ah, ja. Okay. Krass. Wer von euch muss sich am häufigsten rasieren? Musst das jeden Tag machen. Ich weiß nicht häufig rasieren heißt. Oder müsste. Ja. Immer wenn ich euch sehe, seid ihr rasiert, deswegen weiß ich gar nicht, wie lange dieser Zustand vorhält. Das ist eine komische Frage übrigens auch. So ein bisschen Fetisch spielt da auch mit drin, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht. Ja. Egal. Jeans. Die skippen wir. Jeans, wird die vier oder die drei? Nee, die drei mit dem Rasieren, oder? Die haben wir jetzt offiziell geskippt. Ja. Jeans und Sven, ihr musstet ja auf Tour oft in einem Bett schlafen. Wer von euch klaut dem anderen die Bettdecke? Sven. Jeans. Logisch. Nee, habe ich dir die Bettdecke geklaut? Nee, oder? Nee, die Nächte waren so kurz. Ich konnte sagen. Mich gar nicht daran erinnern, überhaupt ins Bett gegangen zu sein. Da hast du dir schon wieder die Haare gefüllt. Ja. Nun. Morgens halb sechs. Ja, nun. Ja, nützt ja nicht. Wer von euch ist der Schlampigste? Das ist interessant. Okay, da kann ich wahrscheinlich von mir sagen, dass ich das bin. Weil mir sind einfach viele Sachen völlig unwichtig und deswegen ich bin wahrscheinlich so weit, einfach schlampig in vielen Sachen. So weit bin ich davon, aber ich würde mich mal ausschließen. Ich glaube auch Jeans auf jeden Fall nicht. Also ich würde mich da aber schon eher so in Richtung André tendieren sehen, auf jeden Fall. Also dann oben. Ja. Sven ist auf jeden Fall derjenige, der den Platz am meisten ausnutzen kann, würde ich sagen. Ja, ich bin am Ausufernsten. Also wenn man über irgendeinen Koffer steigen muss, dann ist es meistens dein. Ja. Mitten in dem kleinsten Raum, den ich. Na klar, ja. Nun, nützt ja nichts. Aber, ja. Aus dem Täubchental wieder rumgetanzt bin. Ja. Leute. Und das, obwohl ich ja nicht mal einen Koffer hatte, da zumindest. Das stimmt, ne? Das war nur eine Tasche. Sondern nur eine Tasche voller Steine. Ja, genau. Wer von euch schnarcht am lautesten? Das wissen wir ja auch nicht, nee. Oder? Das wissen wir nicht, nee. Also ich schnarcht überhaupt eh nicht? Ich nicht. Ich weiß nicht, wir haben immer Einzelzimmer, außer jetzt in Amerika, aber Jeans habe ich geschnarcht, nee, oder? Cammy hat geschnarcht, also, was ich so gehört habe. Wir schieben es auf Cammy. Nee. Ja. Nee, von uns schnarcht niemand, oder? Ich glaube, wir schnarchen nicht, nee. Wir schlafen ganz süß. Natürlich, ja. Wer von euch ist am schnellsten betrunken? Ich glaube, das bin ich, oder? Ja, das glaube ich auch. Ja. Das ist bei mir. Ja, die nächste Frage ist auch cool. Oh, ja. Ich weiß, so viel der Tipp fällt. Ja, wer von euch braucht am schnellsten Abstand von Fans nach einer Show? André. André. Aber zu meiner Rechtfertigung muss ich dazu sagen, ich brauche nicht nur Abstand von Fans nach einer Show, sondern von allen Leuten. Ja, das stimmt, ja. Ich habe irgendwie ist immer dann verschwunden. So ein kompletter Tourtag, wo man permanent mit Leuten zusammen ist, mit vielen Leuten, es stresst mich immer so sehr, dass ich abends so ausgelaugt bin von der ganzen Konversation und so. Aber das ist geil, bei dir ist wirklich, der ist abrupt vorbei, dieser Tag bei dir. Genau. Und, aber in dem Moment, wenn du von der Bühne kommst, das ist so geil. Ja, da bin ich völlig am Ende. Genau. Also mental bin ich völlig fertig. Also bis zum Konzert wird immer so aufgebaut irgendwie, da ist ja noch alles irgendwie lustig, da wird super viel gescherzt. Während der Show auch noch, aber direkt danach müsst ihr eigentlich weg. Ja. Verpisst euch bitte alle. Taxi mit einem laufenden Motor unten direkt am Ausgang warten. Und also meine Idealvorstellung ist, von der Bühne zu kommen, sofort einen Bademantel umgehangen zu bekommen und ins Taxi geführt zu werden und sofort ins Hotelzimmer gebracht zu werden. Ja, herrlich. Und das, genau, ist nicht mal gelogen und meistens schaffst du das ja fast das genauso, ist, nur ohne den Bademantel. Das ist wirklich die Wahrheit. Das hat auch nichts wertendes oder so. Ich bin dann einfach körperlich und mental. Aber es ist ja auch schön, wenn man mal so eine Frage so eindeutig beantwortet. Ja, genau. Ja. Und nicht so rumdruckst. Genau. Bei der nächsten wird es schon wieder schwieriger. Wer von euch ist der Kontaktfreudigste? Das müsst ihr mal unter euch ausmachen jetzt. Also. Ich weiß nicht. Na, kontaktfreudig ist ja niemand von uns, oder? Nicht, deswegen ist die Formulierung schon schwierig. Ja. Also wir sind weder Kontakt. Wer ist am wenigsten scheu? Ja. Müsste es eigentlich heißen. Das ist aber auch schwierig, also. Naja, scheu sind bei eigentlich alle nicht, also. Nee. Aber Kontakt. Ich glaube, wir mögen jetzt schon irgendwie alle mit Leuten in Kontakt zu kommen und Fans zu treffen und so, weil das ja auch
eine Bestätigung ist, wofür man die ganze Sache eigentlich macht. So. Ja, klar, wenn man es darauf bezieht. Können wir da jetzt jemanden benennen? Nee, ich weiß nicht. Unentschieden. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, also nicht mal aus unserer Crew fällt mir jemand ein, der besonders kontaktfreudig ist. Ja. Ich denke, Alex ist der kontaktfreudigste. Ja. Meinst du? Ja, wenn man so aufs Leute zugehen und so immer gute Laune verbreiten, finde ich, ist Alex der kontaktfreudigste. Na okay, das könnte sein, ja. Ja. Naja, gut, okay. Wer von euch fährt am liebsten selbst? Das ist einfach. Ja, das bin ich auch nicht gleich hier schreien wollen. Das bin wohl ich, schätze. Sven fährt wirklich gerne. Ja, ich fahre wirklich am liebsten selbst, ja. Genau. Aber er wird immer genau dann müde, möchte abgewechselt werden, wenn mir gerade die Augen zugefallen. Ey, aber jetzt 10 Sekunden. Auf dem Rückweg von München habe ich echt lange gewartet. Da hast du ein Stündchen, hattest du schon die Augen zu. Stimmt, da hast du mich geschlafen lassen. Genau, kurz. Ja. Genau, da war ich da hatte ich auch schon eine halbe Stunde die Augen zu, da habe ich dich erst geweckt. Na, siehst du, Mensch. Ja, genau. Nee, das kann ja auch keiner was dafür. Ich hab festgestellt auf der Rückfahrt von München, ich habe das schon so gut durchgestellt, dass ich wirklich nicht gerne Auto fahre, dass wenn irgendeine andere Variante als ich am Start bin, dass keiner mich fragt, ob ich fahren will. Genau. Nee, ist ja auch okay, das wäre ja auch bescheuert. Also mich stört es jetzt auch nicht so sehr. Ja. Ich fahre wirklich total also, ungern Auto. Sven ist derjenige, der wirklich auch sagt, er fährt gerne. Er ist aber wirklich der Einzige von uns. Ja. Ja. Und ist ja auch legitim, irgendwann mal müde zu werden. Ja. Und gut Bescheid zu sagen, auf jeden Fall. Vorher. die nächste ist auch relativ einfach, oder? Wer von euch isst am meisten? André, oder? Ich, ja. Na, aber absolut. Ja, du hast immer irgendwas zu essen. Stimmt. Du hast immer Hunger. Stimmt, ich esse eigentlich ganz Tag. So. Du isst eigentlich rund um die Uhr. Die müssen wir ständig anhalten. Ja. Und Jahre, nach dem Frühstück. Ja. Nach Frühstück, fünf Stunden später. Erstmal ein paar Pommes. Für einen kleinen Imbiss schon mal zum Autohof raus. Auf jeden Fall. Genau. Das stimmt. Ja, das stimmt. Wenn er es so sagt, habt ihr recht, ja. Ja. Steht ja auch zu. Ja, auf jeden Fall. Wer von euch hat am schnellsten Heimweh? Boah. Das ist ja nur eine Sache, über die man unter Männern jetzt nicht so, wobei wir sind ja jetzt nicht so die typischen Männer, aber auch da wird jetzt nicht so viel über Heimweh gesprochen und deswegen wüsste ich es jetzt nicht. Ach, ich denke, das Alex. Bei den Kurzen. Wahrscheinlich. Ja, genau, einigen uns auf Alex. Genau. Grüße. Wer von euch braucht die meiste Ruhe? Also Alex. Das ist situationsabhängig. Nee. Ich würde auch sagen, das ist sehr situationsabhängig. Ja, irgendwie. Also da hat jeder mal seinen Durchhänger. Ich glaube, wenn du da Alex fragst, würde der jetzt Jeans sagen, zumindest wenn es um Musik im Backstage geht. Das Ding ist tatsächlich, ich habe wirklich, weißt du, dass ich wirklich, ich habe es in München versucht. Ihr saßt alle Backstage und ich dachte, oh, jetzt baust du in Ruhe dein Schlagzeug auf und 5 Minuten später standet ihr alle um den Reißer versammelt und dummes Zeug gelabert, weil ihr Kaffee nichts in der Hand und haben gute Tipps gegeben. Und ich dachte mir, das ist mir wieder hervorragend gelungen. Genau. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich ziehe das dann aber in dem Moment noch wirklich immer an, quasi, dass man der ganze Tross folgt. Mhm. Ja, da ist wenigstens da irgendwie mal was los halt. Ne? Ja. Ansonsten ist halt das langweilig. Schön. Oder auch so gute Tipps kommen, wie so, stell doch das Becken heute mal auf die Seite. Ja. Also vielleicht bin ich das tatsächlich höher, wirklich. Oder ein bisschen tiefer. Ja. Gehört das wirklich dahin? Also einigen wir uns auf Jeans, oder? Ja, ich nehme das auf mich, ja. Wer von euch telefoniert am häufigsten mit den geliebten Daheimgebliebenen? Ja, das bin wohl auch ich, ja. Freiwillige? Ja. Freiwillige? Ja. Also, genau. Also, Sven ist immer verschwunden und telefoniert nach Hause. Ja, genau. Wer von euch bestimmt am häufigsten, welche Musik gehört würde? Rick. Alex, ja. Alex. Ja, Alex. Genau. Das war einfach. Genau. Der Wortzeug, jetzt ist er so oft genannt, jetzt gehört er schon. Naja, Alex ist Mundschenk und DJ. Ja. Vor und nach. Wobei, je nachdem, also wenn der Abend schon wirklich sehr weit fortgeschritten ist, dann übernehme ich das auch. Dann machst du einen DJ, genau. Ja. Wer von euch? Auch was mir gefallen hat, als wir beim Fanclub waren, da durfte jeder sich immer sein Lieblings-Cue. Stimmt, da haben wir nur Cue im Backstage gehört, ja. Und das hat eigentlich Spaß gemacht. Jeder musste mal kurz überlegen. Ja. Genau. Wer singt nochmal bei Cue? Komm gerade nicht auf den Namen. Ah. Ist das so ein Blasser? Ja. Ja. Scheiße. Na, vielleicht bei der nächsten. Da müsst ihr mal googeln. Fällt uns noch ein. So, fällt uns jetzt gerade nicht ein. Genau. Okay. Wer von euch darf als erstes duschen gehen? Nein, da darf ja jeder, wenn er möchte, oder? Oh. Ist ja auf der Amerika-Tour damals, auf der ersten, hatten wir ja feste Reihenfolgen. Das war ja alles geplant. Echt, ja? Ja. War das so? Ich weiß aber auch nicht mehr, wer der Erste war, aber ich weiß, dass es jeden Tag das gleiche Prozedere war. Hm. Du bist ja auf jeden Fall der Einzige von uns, der wirklich direkt auch mal Backstage duschen geht. Wir halten ja immer noch bis zum Hotel aus. Ich mache das auch manchmal.
Ja. Echt, ja? Okay, aber stimmt, ich habe festgestellt, dass ich am nächsten Tag weniger Muskelschmerzen habe und Beschwerden, wenn ich direkt nach dem Konzert heiß duschen gehe. Also, okay. Ich dachte, jetzt kommt, ich habe festgestellt, dass ich am nächsten Tag weniger stinke, wenn ich nach dem Konzert duschen gehe. Das ist eine geile Erkenntnis. Der Schlank nach 30 kommt, Jahren Rock'n'Roll. Der so als total euphorisch zu verbinden. Ja, wäre eine witzige Geschichte, aber stimmt nicht, der Schlank kommt über Nacht wieder. Okay, alles klar. Muss am Alter liegen dann auch. Okay. Ja, ist schön. Also es darf jeder als erster duschen. Es darf jeder duschen, wann er will. Ja, es ist scheißegal. Wer von, oh, 17 ist wieder wer einfach. Von euch nimmt die meisten Kosmetikartikel mit? Ja, wartet mal da draußen. Wartet mal und ihr habt recht. Genau, bin auch ich. So, wer von euch muss am häufigsten den Tourbus anhalten, weil er eine Pause braucht? Wir haben halt keine Raucher mehr dabei, ne? Insofern passiert das eigentlich nicht irgendwie. Das stimmt. Unser Stoffwechsel funktioniert ähnlich. Ja. Also ich versuche mich da immer zurückzuhalten, aber wenn angehalten wird, hole ich mir auch meistens was zu essen. Das stimmt allerdings, ja. Aber sagen wir mal, du bestehst jetzt nicht drauf, dass wir anhalten, weil du Hunger hast oder so. Also das, ich glaube, da gibt's keine Nummer eins jetzt. Nee. Ich finde auch, wir halten Gott sei Dank auch nicht ständig an. Also das nervt mich auch tierisch, wenn du irgendwie ankommen willst und ständig wird wegen jedem Schnullifax angehalten. Genau. Da sind wir uns einig auf jeden Fall. Wer von euch behält immer die Kontrolle über alles? Jürgen. Naja. Diane, wollte ich gerade noch sagen. Naja, wenn wir zu dritt unterwegs sind, dann ist es schon, da bist du jetzt schon, Friede. Ecke? Ja, du hast ja immer irgendwie eine Idee und weißt, was wir als nächstes machen müssen und so. Ich will es nicht sagen. Ja, doch. Na, dann, ja, gut. Weiß ich jetzt nicht, aber egal. Wer von euch verzichtet öfter mal abends aufs Zähneputzen? Ich hoffe keiner, oder? Nee. Also, das vergesse ich wirklich nie. Nee. 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 Wer von euch beansprucht den meisten Platz für sich? Ja, das scheint ja wohl auch ich zu sein, oder? Wenn ich das gerade vorhin gehört habe. Ja. Das ist aber nur, weil ich so eine groß ausladende Tasche habe. Wer von euch hat am meisten Lust auf Sightseeing? Kann man das sagen? Eigentlich alle. Also ich habe auf jeden Fall richtig meistens total Bock, aber das habt ihr meistens auch. Ja, oder? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Es sei denn, das ist irgendwas, so wie in Seattle, wo es mir schlecht ging. Da konnte ich halt nicht mitkommen, aber ich hätte schon Lust gehabt. Also, Also das ist ja das Allerwichtigste. Ja. Eigentlich schon, oder? Ja. Nee, ja. Also da haben wir alle Lust drauf, Scheiß doch auf das Konzert. Hauptsache Eiffelturm klotzen. Ja, oder wenn du mal überlegst, hier in Barcelona oder so, wo wir da irgendwie noch ewig da lang gelatscht sind, das war doch schön. Ja. Die Barcelona war sehr schön. Total toll, hätte ich gar nicht gedacht, dass das noch so ein schöner Tag wird da. Also, und wir sind eigentlich nur ziellos umhergeirrt. Das, was wir am besten können. Genau. Und das hat voll Spaß gemacht. Genau. So, das war das von Thilo und Stefan. Ja, vielen Dank. Das war eine coole Runde. Das haben wir ja auch schon. Oh, 21:16. Ich komme zu spät zum Abendessen. Ach du Scheiße, ja. Oh weia. Schönen Dank so. Auch. Gut, dann machen wir nächste Woche weiter. Mensch. Und, diesmal sehen wir uns gar nicht alle am Wochenende. Nein. Ha? Nee, seltsam, was? Was machen wir da? Echt seltsam. Da war eine Woche wichtig. Nichts. Na gut. Ich habe Weihnachtsmarktbesuche zu erleben. Okay. Mit meinen Omis. Na herrlich. Na cool. Ha? Ja. Na gut, Leute. Dann. Genau. Habt eine schöne Woche und bleibt gesund und so. Ne? Legt euch wieder hin. Macht's gut, Nachbarn. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.